Willkommen bei cfotos.de und damit auch willkommen zur Fotokritik Nummer 14. Ich möchte jetzt gern ein bisschen schneller diese Kritiken machen. Das habt ihr auch gefordert und da versuche ich mich jetzt auch mal dran. Ich nehme jetzt auch immer ein paar mehr Bilder in die Fotokritiken rein, einfach weil ich schon so viel angesammelt habe. Ihr schickt so viele Fotos und das finde ich ganz toll. Ich schaue mir die auch gerne an. Aber ich möchte euch natürlich auch nicht allzu lange warten lassen, bis euer Bild dann eben drankommt. Deshalb versuche ich das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen. Wie immer gilt, ist nur meine Meinung. Ihr seht das vielleicht anders. Es sind meine Ansichten, wenn ich mir das Foto anschaue. Die Gedanken, die mir dann in den Kopf kommen. Und fühlt euch bitte nicht auf den Fuß oder Schlips getreten, wenn ich mich ein bisschen negativer äußere. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Auch meine Bilder gefallen nicht allen Leuten, kann ich mit umgehen, verstehe ich auch. Nicht jeden spricht mein Stil an, völlig klar. Aber manchmal finde ich es auch gar nicht schlecht. Und deshalb mache ich auch die Fotokritiken, dass man einfach auch mal die Meinung von anderen hört. Ja? Okay. Wenn ihr mir auch Bilder zuschicken wollt, Link dazu in der Videobeschreibung. Vergesst nur bitte nicht, schreibt keinen Roman, wenn ihr mir was zuschickt. Da gibt es so ein extra Feld. Schreibt da keinen Roman rein, sondern ja. Ein, zwei Sätze, dass ich mir kurz was durchlesen kann. Ich habe einfach nicht die Zeit, da mir alles genau durchzulesen, was ihr zu den Fotos mir da immer geschrieben habt. Ja? Okay, das erste Bild, das kommt von Marcel Digital und ich muss es immer und immer wieder sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier in meinen Zuschauerreihen viele, viele Tierfotografen. Aber finde ich auch ganz klasse und so ein Bild hatten wir, glaube ich, noch nie. Vögel auf dem Bild, bisher immer nur Katze. Hund, Maus noch nicht. Doch, Maus war auch schon dabei oder Hamster, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das hier gefällt mir sehr gut. Mir gefällt vor allen Dingen die Bearbeitung gut, denn man sieht hier so richtig schön so einen Lichtspot hier unten. Das andere alles ein bisschen dunkel, war wohl auch ein bisschen eher bewölkter Tag. Das hätte ich vielleicht oben ein bisschen heller gemacht. Was mir hier sehr gut gefällt, ist die Bildkomposition. Ja? Also, wir haben hier eine schöne leitende Linie, auf der die Vögel hier sitzen. Und im Hintergrund dann dieser große Baum, der durch die geringe Blende bzw. auch die Entfernung hier von diesen Vögeln zum Hintergrund, das den Hintergrund halt einfach auch unscharf macht und dadurch haben wir eine schöne Freistellung hier vorne. Und das finde ich eigentlich echt gut gelungen. Ist auch sehr scharf hier vorne, also die Schärfe sitzt hier einwandfrei. Gucken wir uns mal an, was die EXIF-Daten hier sagen. Also das war Blende 7.1, ISO 100 und 1/160 Sekunde. Würde ich auch schon fast sagen, dass hier ein Blitz gestanden hat. Ja, keine Ahnung. Sind auf jeden Fall so typische Blitzwerte, muss man mal dazu sagen. Nee. Auf jeden Fall, Schärfe passt. Ja, gibt es eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Hintergrund finde ich eigentlich gut. Was mir nicht gut gefällt, ist hier dieser Häuserrand oder was das ist, das hätte ich dann vielleicht eher ein bisschen gekroppt. Hier oben einfach nach unten gezogen. Hier oben kann man eh ein bisschen ruhig was verlieren. Dann wäre das hier an der Seite weg gewesen. Das stört mich ein bisschen. Aber ansonsten ein schönes Bild. Und was ich, will ich auf jeden Fall noch kurz sagen, als ich hier drauf geschaut habe, habe ich zuerst gedacht, dass da ist doch irgendeine Montage oder sowas. Weil irgendwie, wenn ich hier so weit, wenn ich jetzt in dieser Zoom-Stufe habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die beiden eine Brille aufhaben. So eine, ja, hier an diesen zwei Stellen sieht es von weitem aus, dass hier die Augen wären. Dabei sind die Augen hier. Es sieht irgendwie aus, als hätten die hier, wo das so ein bisschen dunkler ist, eben die Augen und hätten da so eine Brille auf. Sieht irgendwie witzig aus. Okay, nächstes Bild. Wieder ein Porträt. Diesmal von Kamera Simon. Und was mir halt noch im ersten Blick auffällt, ist, dass die Bildgestaltung wirklich eigentlich gut passt. Ja, also wir haben hier die Drittelregel. Man musste das Model oder die Augen auch nicht immer hier oben in dem Drittel anbringen oder hier links, sondern auch hier unten. Das wirkt auch. Keine Ahnung, was das hier jetzt für ein Hintergrund ist. Scheint hier irgendwie, ja, das Gelb, Bagger, Führerhaus von irgendwas oder vielleicht sogar, ja, vielleicht auch eine Bahn? Nee, oder? Ja, keine Ahnung. Schreib das mal in die Kommentare, wenn du jetzt hier siehst, dass ich dein Bild hier in der Review habe, beziehungsweise in der Kritik. Ja, was es hier für ein Hintergrund war. Interessant auf jeden Fall. Für meine Begriffe aber
also die Farben passen auf jeden Fall hier auch zu diesem dunklen Kleidungsstil. Also das passt auf jeden Fall gut. Was mir da nicht so gut gefällt, dass der noch sehr unruhig ist. Ja, also Blende 2.2, also der war relativ dicht am Model dran. Er wird halt nicht wirklich unscharf. Und hier, das ist noch auf der gleichen Ebene. Und dadurch ist die Freistellung eben halt nicht so perfekt vom Model. Ja. Bearbeitung finde ich eigentlich ganz gut. Mir ist das hier aber eigentlich ein bisschen zu hell, muss ich sagen. Die Haut, die ist schon sehr weißlich. Und ja, die wirkt auch so, als wäre ziemlich viel Klarheit noch hier drin. Also sie scheint mir etwas, ja, unruhig. Ja. Okay, was fällt mir noch auf? Ja, ich hätte vielleicht das Ganze doch einen kleinen Tick weiter nach oben gesetzt. Hier das Gesicht, einfach weil es hier so abrupt abgeschnitten ist. Gerade dort, wo noch die Kette ist. Also die finde ich ja eigentlich noch schön. Die hätte man können ein bisschen mehr in Szene setzen hier. Und hier ist sie jetzt wirklich ganz, ganz dicht am Bildrand hier unten. Also hätte ich noch ein bisschen drauf geachtet. Okay, das Ganze mit einer, schauen wir mal, was das für eine Kamera war. Das habe ich jetzt hier nicht drin, aber 85 mm Festbrennweite. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht sogar ein Vollformat ist. Ja, keine Ahnung. Okay, nächstes Bild. Also das hier war eigentlich ganz gut, wie gesagt, aber Hintergrund ist mir einfach ein bisschen zu unruhig. Hier haben wir mal von Mille Productions ein kleines Composing, Regen selbst gemacht, die Wolken im Hintergrund und dann hier so zwei lustige Kerle, die sich hier vom Regen berieseln lassen. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich, aber der Regen, der wirkt halt noch sehr unrealistisch. Ja? Also der Ansatz ist natürlich richtig, wahrscheinlich hier Bildrauschen eingefügt, das Ganze groß gezogen und dann eben Bewegungsunschärfe reingegeben. Es passt alles nicht wirklich hier zum Hintergrund. Also von den Farben passt es auf jeden Fall sehr gut, aber ja, der Regen sieht man halt direkt, dass das nicht echt ist und das ist dann immer ein bisschen schade, wenn man es so reinkompost und man sieht direkt, dass es eigentlich nicht echt ist. Ja. Also da muss noch mal ein bisschen dran arbeiten. Die Wolken im Hintergrund, das ist auf jeden Fall ein schöner Hintergrund, aber auch die sind mir ein bisschen zu klein, zu ja, unnatürlich. Gerade hier unten in dem Bereich wirkt es eben ziemlich gestellt und das ist ein bisschen schade. Aber coole Idee auf jeden Fall und so vom Aufbau her finde ich es auf jeden Fall gelungen. Also ich hätte ja echt gern, dass wir mal ein bisschen öfter hier Composings in der Kritik haben. Also schickt mir ruhig auch eure Composings. Das müssen keine Bilder sein, die direkt so entstanden sind. Ja. Okay, hier ein Foto direkt auf einer Straße, die ziemlich dreckig ist. Und das ist auch so was mir direkt hier ins Auge fällt. Hier dieser riesen Dreckhaufen. Keine Ahnung, was das hier ist, aber nee. Das zieht den Blick dahin und nicht da, wo er hingehört, nämlich hier auf die Mittellinie nach oben. Die Idee ist ja auf jeden Fall sau cool, ja. Also wir haben hier eine leitende Linie direkt in die Mitte und auch die Linien hier von außen, von den Häusern, weisen einfach hier auf diese Schlucht hin, also Schlucht jetzt mal im übertragenen Sinne. Und da kommt die Sonne durch. Ich denke, das ist auch noch ein bisschen Photoshop, könnte ich mir hier vorstellen. Aber nee, das hier geht gar nicht, tut mir leid. Das muss man wegmachen, ne? Das zieht zu viel Betrachterblick drauf. Also das gefällt mir nicht. Aber so vom Bildstil her finde ich es eigentlich cool. Und auch hier mit der leitenden Linie, das war auf jeden Fall eine tolle Idee. Das Ganze kam von Philipp, das habe ich noch gar nicht gesagt. Sogar mit dem Turkina Objektiv. Da muss ich auch mal gucken, ob ich mal so eins beischaffe, dass wir mal so ein Objektiv testen können. Einfach weil ich denke, ja, warum immer Originale? Ich habe auch Tamron-Objektive, ja. Und da bin ich auch zufrieden mit. Schauen wir mal das mal. Und Tokina irgendwann beikriegen. Okay, ISO 1600. Okay, da sage ich vielleicht doch noch kurz was dazu. Blende sehr weit geschlossen, ja, einfach um möglichst viel Schärfe zu bekommen, das ist mir klar. Aber die Schärfe, die liegt auf jeden Fall irgendwo hier hinten. Ja. Wir sehen auch hier, dass es auf jeden Fall hier so ein bisschen ja, kräuselt und unscharf ist, also die Schärfe liegt wohl eher hier hinten, dafür brauchst du keine Blende 8. Ja? Wenn du hier hinten fokussierst, die Entfernung bis da hinten hin, die ist so hoch, da wird hier nicht schon alles unscharf werden. Ja?
Also die Blende auf die Entfernung brauchst du nicht so weit zu schließen, für einen Schärfebereich zu bekommen. Und dann hättest du auch müssen nicht auf ISO 1600. Wir sind am helllichten Tag draußen, da macht ISO 1600 überhaupt keinen Sinn. Ja? Und dann hier mit dieser Belichtungszeit bei 20 mm, so lange brauchst du nicht. Ja? Dann lieber ein bisschen, so kurz brauchst du nicht. Dann lieber ein bisschen kürzer belichten, ein bisschen länger, jetzt habe ich es aber, und dafür die ISO runter. Ja? Also ISO draußen bei den Werten, da braucht man dann schon die entsprechende Kamera, dass es nicht rauscht. Und ja, draußen macht das überhaupt keinen Sinn. ISO 1600 und dann die anderen Werte so wählen bei dem Bild hier. Also da nochmal ein bisschen dich belesen und ein bisschen gucken, wann mal die Kamera wie einstellen sollte und wann welche Werte eigentlich überflüssig sind. Ja? Neben YouTube findet ihr mich auch bei Facebook unter Christian Adams Photographer oder eben unter der Facebook-Kurzadresse, die ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung reingepackt habe. Und dort findet ihr tagesaktuelle News rund um die Fotografie, beispielsweise neue Kameras, die auf den Markt kommen. Oder ich zeige euch von anderen YouTube-Kanälen rund um die Fotografie Tutorials, die ich auf jeden Fall sehenswert finde, die ihr euch auch anschauen solltet. Es gibt ab und zu ein Social Day, wo ihr eure eigene Seite vorstellen könnt. Ihr seht natürlich auch immer hier, wenn ich dann neue Videos hochlade, was euch natürlich nicht daran hindern soll, meinen Kanal hier bei YouTube zu abonnieren. Und es gibt natürlich auch hier und da mal Bilder, die ich in meinem Studio aufgenommen habe. Da findet ihr die fertigen Bildergebnisse auch immer hier auf meiner Seite. Manchmal gibt es dann auch einen Vorher-Nachher-Vergleich, je nachdem, wie ich das Ganze dann hochlade. Also, wenn ihr mich noch nicht bei Facebook abonniert habt, beziehungsweise dort auf den Gefällt mir-Button geklickt habt, dann surft unbedingt mal gleich nach diesem Video dahin und dann könnt ihr mir dort folgen, seid dann auch immer top informiert, was es in der Fotografiewelt Neues gibt. Okay, kommen wir zum nächsten Bild von Ali Peker. Da haben wir leider keine Daten jetzt dabei. Ein Hafenbild, Sonnenuntergang, schätze ich jetzt mal, aber das leidige Thema, keine Ahnung, ob es morgens oder abends ist. Ich sage jetzt abends, so rot ist der Himmel bei mir immer nur abends. So. Bildkomposition gefällt mir gut, Horizont ist gerade, die Farbgebung gefällt mir ganz gut. Wir haben den Himmel, der sich im Wasser spiegelt. Das Wasser ist so eine Art leitende Linie in die Bildmitte. Also kann ich eigentlich jetzt nicht groß was dran finden, was mir nicht gefällt. Ist auf jeden Fall ein bisschen was zu sehen hier im Bild und ja, schönes Bild. Ich hätte es mir jetzt gewünscht, dass es ein bisschen größer gewesen wäre. Nicht hier dieses Postkartenformat. Ja. Aber ja, dafür kann der Ali nichts. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo er es hochgeladen hatte. Aber ja, schönes Bild. Kann ich sonst nichts zu sagen. Gehen wir zum nächsten. Da haben wir so ein Water Splash, nenne ich es jetzt mal. Idee ist auch gut. Schauen wir auch hier, haben wir da Daten? Ne, leider auch nicht. Schaut bitte da, wenn ihr mir Bilder schickt, dass ihr die Bilder so hochladet, dass die EXIF-Daten drin sind, dass ich mir die angucken kann. Was mir direkt hier auffällt, Sensorflecken. Also du musst auf jeden Fall dein Objektiv oder deinen Sensor reinigen. Die sind hier überall. Das hier sind Wasser. Aber hier auf der Seite hast du sehr viel Dreck auf dem Sensor oder auf der Linse. Schau da mal auf jeden Fall nach, reinige die. Und dann hat man auch in der Nachbearbeitung nicht immer das Problem, dass man die jedes Mal wegmachen muss. Ich muss leider sagen, der Splash an sich, der ist ja wirklich scharf, ja, hier am Rand. Aber ja, der gefällt mir halt einfach nicht. Also ich mag ja diese Splash-Bilder, wenn man irgendwas in Wasser reinfallen lässt. Auch dazu mache ich demnächst mal noch ein Video. Aber einfach hier Wasser irgendwo, ich denke mal, das hier ist so eine Scheibe irgendwie, das Wasser dagegen zu werfen und das dann zu fotografieren. Also ja, das Motiv gefällt mir halt einfach nicht. Ne? Ist auf jeden Fall ausreichend kurz belichtet, damit man hier wirklich scharfe Kanten bekommt. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin mir gerade sogar gar nicht sicher, ob es Wasser ist oder ob das hier, wie heißt das, Bleigießen. Sowas wie Bleigießen ist, weil das hier sehr starr aussieht. Ich habe auch keinen Plan, ehrlich gesagt, wie das hier fotografiert ist, wo das Wasser jetzt wie hierher kommt, keine Ahnung. Aber ja, vielleicht hast du noch ein anderes Bild aus diesem ja, Shooting, nenn ich es mal. Schick mir das mal und dann schaue ich da auch gern nochmal. Okay, das war auch schon das letzte Bild für die heutige Kritik.
Und ich habe mir auch überlegt, ich schaue mal einfach, welches Bild mir von den Bildern, die wir uns angeschaut haben, am besten gefällt. Und da muss ich heute sagen, gefällt mir wirklich das erste hier am besten, hier von Marcel Digital. Finde ich ein ganz putziges und witziges Motiv. Auch gestalterisch echt gut gelungen. Und ja, also das heute mein Favorit von dieser Runde. Schreibt euren Favoriten und eure Meinung zu den Bildern doch mal einfach in die Kommentare rein. Dann haben diejenigen, die es eingesendet haben, auf jeden Fall was davon und haben letztendlich nicht nur meine Meinung dann hier gehört. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Direkt hier auf der Seite findet ihr den großen roten Abonnieren-Knopf. Klickt da drauf, wenn ihr bei neuen Videos informiert sein wollt. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Kritik oder beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.